Warum stehe ich so komisch? Ich bin irgendwo gegengekommen. Irgendeine komische Zahl wieder. Gar kein Problem. Wir schleichen. Ah. Ah. Das ist ja auch geil. Ah. Ah. Ich entdecke neue. Ah. Okay. Ah. Aha. Neue Dinge. Ambi und. Was hast du dir daraus geholt? Du weißt, wie voll das Ding war? Ich hab 4 Joints oder so rausgesnackt. Oh shit. Ist da noch mehr voll. Drin? Ist da noch mehr ja. Drin? Ich glaube noch ein Energy Drink oder so. Guck noch mal rein in den Kühlschrank. Hallo, wie redest du mit deinem zukünftigen Not? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, du lachst. Noch das bist steht, du nicht der OG. Also das halt die Fresse. Auf Seite 4. Das ist aber auf Seite 4 des Scripts. Das haben sie Ruhensohn. Oha! Wo kam das denn her? Von meinem Mann! Was? Was mach ich an euch? Was? Das kann aber so passen! Das war grad so passend, Alter. Muss auch unbedingt an meinen Keller ran, ne? Das sieht aus wie Rumpel. Also nicht wie unser Rumpel, sondern halt Rumpelkammer, ne? Also sieht richtig rumpelig aus. Man hat immer irgendwas, ach, das kann ein Keller, stopf rein. Ach, das kann auch ein Keller, stopf rein. Ach, das kann auch ein Keller, stopf rein. Stopf rein, stopf rein, stopf rein. Oh, und der Tanz auch dazu. Wer packt überhaupt den Patriot wie die größte Missgeburt, Alter? Das war ich. Ich war die Missgeburt. Oh. Ups. Weil alle standen und ich nicht vernünftig parken konnte. Gut, Jamal. Ups. Huch. Ich meinte, wir packen den Patriot wie die schönste Person der Welt. Ich sag ganz ehrlich, ne, das ganze Essen so, sparen wir auch Geld. Geld und Kohle, was man sonst einkaufen muss. Passt doch, würde ich sagen. Wow, wow. Au. Wow. Und die, da hat er genau gepackt. Super. Guck mal, hast du gut gemacht, ey. Also. Also, Hashtag Autofahren kann dienen. Oder könnte ich mir vorstellen, sag ich es mal so.
Fuck, da war wer? Da war wer? Oh fuck. Nein. Oh fuck. Ja. 38. Oh fuck, die lag im Bett, Alter. Holy oh, shit. Uff. Echt hier? Das war die Kops. Oh mein Gott, Problem. In der Stadt können wir die abhängen. Ja, ein Ding einfach mal mit 108 dran vorbeifallen, Bruder. Hörnung. Ah, was? Warte, ich glaube, das mit dem Frauengespräch ist doch besser. Wir gehen lieber mal einen Schritt. Ja, stimmt. Ich mach mal Game aus. Du bist halt keine Frau, also. Hi, mich an. Los. Lass deine Wut raus. Wir sind hier alleine, ne? Hier kannst du rumschreien, wie du willst. Also los. Lass alles raus, was du mal sagen willst. Alles. Einfach alles. Schönen guten Abend, Mädels. Die, ob du behindert bist, Mann. Ja, das ist auch eine volle Blase, wie ich. Ja. Auch ein voller Darm. Boah, das wollte ich gar nicht wissen, Alter. Hä, hey, du hast gesagt, was raus muss, muss raus. Ja gut, wenn du kacken musst, musst du kacken. Ih, red nicht so, du bist eine Frau. Ja, ich mach bestimmt keine Blümchen, Alter. Boah, ich mach Schluss mit dir. Ey. Nee, du bist eklig. Ja, soll ich dich anlügen? Soll ich sagen, da kommen Blümchen und die duften gut? Ja. Nein, da kommt Scheiße und es stinkt. Ich kann dich doch nicht anlügen, Alter. Eklig. Geh weg. Das ist halt wirklich eklig, was du gerade von dir gibst. Vom Flughafen in der Stadt und wird direkt von irgendwelchen Menschen hochgenommen, wo man sich nur denkt, ja geil, ich hätte mir was Besseres vorstellen können. Mädels, geht's euch gut? Boah, nee. Alles andere als gut, ja. Ich lieg eh nur. Ja, ja. Muss operiert werden. Wenn sie sich jetzt nochmal wegbewegen. Ja. Geht's dir gut? Ich hab einen Blutflügel. Ich krieg gleich eine Thorax-Drainage. Pass auf, da kommt der Arzt. Thorax-Drainage. Psst, psst. Es tut so weh. Psst, psst, ich muss hier hören. So, holla. EOPs. Na, was geht ab? Ja, nicht viel grad, na Doc? Na, dich kenne ich doch. Das kann gut sein. Da ist die Tür. Ja, erzähl mal, Kollege. Yo. Schönen Tag noch, Fredo. Peace, Fredo. Ja, tschüss, hey, und Köpfchen. Halt die Fresse. Aber das würde passen. Ah ja. Oha, soll ich dich Fötzchen nennen? Was? Auch nicht schlecht. Fötzchen? Tschüss. Hat er jetzt Fötzchen gesagt? Hat er nicht gesagt, oder? Ey, ernsthaft? Hat er nicht? Das ist ja noch... Du hätten wir uns... Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht, Mann. Ich bin schon am Bein vor Lachen. Mir laufen die Tränen. Was? Kann ich mich auch Fötzchen nennen? Ich rufe das mal wieder ja. an. Wer sind diese Beigen? Wer die Beigen sind? Ja. Den Farbigen da. Ich weiß, wer da was zu sagen kann, wer die Beigen sind. Ja. Ich weiß auch nicht. Wer sind die Beigen, Alter? Hast du also, was damit ich zu kann, tun, oder? Also ich habe definitiv... Bis vor zwei Tagen war ich da noch OG. Achso, okay. Dann, wer sind die? Southside also, Families. Aber die siehst du halt relativ wenig, ja? Also es gibt also, zwei, die du oft gesehen. Echt? Du hast die... Ja. Dann meinst du bestimmt andere, keine Ahnung.
Das ist meine Hut. Deine Hut? Ja. Okay. Machst ein neues Set. Neues Set. Borders Island. Borders Island. Borders Island. Ja. Borders Island, Alter. Ich mach das nur mit Frauen, also. Nur mit Frauen. Nur ich und der Rest sind alles Frauen, ja. Und die arbeiten, also die chillen hier nur in Purple Bikinis. Und wehe, es ist kein Obst im Haus, Amy. Naja, du wirst bestimmt dann so ein paar Orangen oder ein paar Melonen haben, hä? Auf jeden Fall. Ich hoffe, die sind doch groß und saftig. Okay, ich leg jetzt auf. Ja, kann ja. Guck mal, dass Dame wieder auftaucht, hä? Ich hoffe. Wir sagen einfach, wir haben Fotosession gemacht. Mega nice hier und so. Für den Ballers Kalender. Das halt echt. Ballers Kalender, Alter. Merchandise von uns, Diggi. Ja. Die neuen Ballers Mates 2019. Ich hab euch erwischt. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Oh. Dein Ernst? Alter. Was ist das denn für ein Stalker-Move? Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Mein Ernst, Alter. Boah. Was groß. Vor allen Dingen, wieso wird da so die Karre, hast du die Karre geparkt? Was geht? Oh, so. Jo, was geht? Uff. Kannst du nur! Miststück! Fick dich! Fick du dich! Ganz ehrlich! Uff! Nein, eigentlich tut's mir nicht leid! Oh! Oh!